Delfine, von vielen Menschen geliebt. Weil unter ihnen Thunfische schwimmen, werden sie gejagt und sterben. Diese Bilder sorgten vor Jahren dafür, dass diese Fangmethode weltweit geächtet wurde. Doch es gibt sie immer noch. Seit kurzem mit Ökosiegel für nachhaltigen Fischfang, MSC. Wir wollen alle gesunde und produktive Ozeane und für unsere und zukünftige Generationen eine gesicherte Versorgung mit Fisch. Luis Rodriguez fängt Tintenfisch mit Reusen, nachhaltig und schonend. Das Ökosiegel will er nicht. Ehrlich gesagt, das MSC-Siegel ist aus meiner Sicht Betrug, weil es den industriellen Fangflotten hilft. Haie, die Könige des Ozeans. Millionen werden wegen ihrer Flossen getötet, um daraus Haifischsuppe zu machen. Demnächst auch mit Siegel des MSC? Der MSC ist auf die dunkle Seite gewechselt. Vollkommen. Was darf ich essen, wenn ich das Leben im Ozean bewahren will? Viele Menschen richten sich bei ihrer Kaufentscheidung nach dem blauen Logo des MSC, des Marine Stewardship Council. Ihm vertrauen 41% der deutschen Käufer. Supermärkte wie Edeka und Lidl haben ihr Sortiment ganz auf MSC umgestellt. Kaufen Sie Produkte mit MSC bevorzugt? Ehrlich gesagt schon, ja. Aber ich bin mir da nie so ganz sicher, ob es Sinn macht. Man muss das glauben. Das ist wie mit Bio. Das ist eine Glaubenssache. Und MSC hat es irgendwie geschafft, mich zu überzeugen. Warum vertrauen Sie dem? Was haben Sie denn gedacht, wer dahinter steckt? Ein Verein, der sich zum Wohl der Tiere einsetzt, habe ich gedacht. Oder vielleicht eine Naturschutzorganisation, also Tierschutz oder Natur. Ja, der WWF macht da mit. Er hat das mitgegründet. Ja, schon mal nicht schlecht. Ne? Also das ist ja eigentlich auch was Vertrauenswürdiges. Ne? Wie glaubwürdig ist das vom WWF und der Lebensmittelindustrie gegründete Siegel wirklich? Wir brechen zu einer weltweiten Spurensuche auf. In der Nordsee geht die holländische Firma Ecofisch auf Schollenfang. Seit 2009 mit MSC-Siegel. Ecofisch schont die Bestände. Auch ohne MSC war das schon so. Warum hat das Unternehmen trotzdem viel Geld gezahlt, um das blaue Siegel zu bekommen? Unsere Lage war schwierig. Es gab Gerüchte, die Supermärkte würden nicht nachhaltige Produkte aus dem Sortiment nehmen. Das war das Zeichen, etwas zu ändern. Sie waren also nicht nachhaltig? Das würde ich nicht sagen, aber wir waren nicht zertifiziert. Zertifizierung ist nur dazu da, um zu beweisen, dass man nachhaltig ist. Wenn das MSC-Siegel drauf ist, gibt es keine Fragen mehr. The discussion stops. Ein Ökosiegel, damit es keine Fragen mehr gibt? Wie gut sind die Standards des MSC wirklich? Der Fang darf die Fischbestände nicht gefährden. Das ist die erste Vorgabe des MSC. Sie wird hier eingehalten. Die Schollenbestände in der Nordsee sind stabil. Das Siegel verlangt aber noch mehr. Die Fischerei darf keine Methoden einsetzen, die das Ökosystem mehr beschädigen. Doch auch die Ecofischkutter arbeiten mit Netzen wie diesen, die über den Meeresboden geschleppt werden. Sie sind umstritten. Dr. Reinhard Fröse vom Kieler Geomar-Institut. Der renommierte deutsche Fischbiologe hat den MSC jahrelang unterstützt. Doch dann untersuchte er 130 zertifizierte Fischereien. Sein Ergebnis? Ein Drittel der Bestände werden überfischt und viele Betriebe schädigen das Ökosystem. Es gibt einige Gebiete in der Ostsee, zum Beispiel in Öresund, wo Grundschleppnetzfischerei verboten ist. Und da sieht der Meeresboden völlig anders aus. Da haben wir noch ein natürliches Ökosystem, das völlig erstaunlich ist.
Es ist farbenfroh, wir sehen Seesterne, wir sehen Kelp, wir sehen alle möglichen Algen, voll Leben am Boden. Und wenn man da durchgeht mit dem Grundschleppnetz, ja, dann ist danach nur noch eine Schlammwüste. Im Grunde schneiden sich die Fischer damit auch ins eigene Fleisch, denn das ist eigentlich die Kinderstube der Jungfische. Warum nun MSC die fortgesetzte Zerstörung des Meeresbodens in Naturschutzgebieten mit einem Label belohnt, ich kann das nicht nachvollziehen. Sind die Standards des Ökosiegels zu lasch? Und wer ist der MSC überhaupt? Wir reisen nach London. Hier hat die Organisation ihren Sitz. Chef ist Rupert House. MSC gilt als größtes Ökosiegel für Wildfisch weltweit. Es wurde 1997 gegründet. Mittlerweile tragen 12% der weltweiten Fischproduktion das Siegel. Das sind tausende Betriebe. Rupert House hält die eigenen Standards nicht für zu niedrig. Worum geht es? Darum, die 10% besten Fischereien noch perfekter zu machen? Oder geht es darum, dass wir alle reinholen, die asiatischen Schrottfischereien, Unternehmen, die überfischen, ohne vernünftiges Management? Wir wollen sie auf das Niveau unserer Standards heben, damit sie lernen, nachhaltig zu arbeiten, die Menschen zu ernähren und eine wirtschaftliche Zukunft zu haben. Zu viel Perfektion ist gefährlich. Sonst verlieren wir das wichtigste Ziel aus den Augen. Es geht darum, die Fischerei insgesamt in Richtung Nachhaltigkeit zu schieben. Das ehrgeizige Ziel von House: jedes dritte Fischprodukt soll das Ökosiegel tragen. Dafür wirbt der MSC auch in Brüssel, auf der Seafood Global, der größten Fischmesse der Welt. Er bezeichnet sich als gemeinnützig und unabhängig. Dabei dominieren im Aufsichtsgremium Vertreter der Fisch- und Lebensmittelindustrie. Für jedes verkaufte Fischprodukt mit seinem Logo erhält der MSC eine Lizenzgebühr. Das macht etwa 17 Millionen Euro im Jahr. Tendenz steigend. Immer mehr, immer größere Unternehmen wollen das blaue MSC-Siegel haben. Auch weil der Handel es verlangt. Auf der Messe treffen wir einen MSC-Insider. Er kritisiert, der MSC-Vorstand setze immer mehr auf Masse als auf Klasse. Es würden sogar Fischereien lizenziert, die die Standards offen verletzten. Er empfiehlt uns zum Beispiel, die mexikanische Thunfischfischerei anzusehen. Delfinjagd im Pazifik vor Mexiko. Mit Hubschraubern und Schnellbooten. Unter den Delfinen schwimmen die Thunfische, auf die es die Fischer abgesehen haben. Sie bilden mit den Delfinen eine Fressgemeinschaft. Am Ende der Hetzjagd wird ein Ringwadennetz abgelassen und zugezogen. Seit kurzem hat diese Art des Fischens das MSC-Siegel. Die Industrie behauptet, wir lassen die Delfine wieder frei. Kritiker versichern, es sterben Tausende. Stimmt das? Im mittleren Westen der USA treffen wir den Biologen Sam Labudi. Heute renaturiert er Wälder seiner Heimat. Vor 30 Jahren dokumentierte er als erster mit seiner Videokamera das Sterben der Delfine bei dieser Fangmethode. Seine Bilder führten dazu, dass sie in Europa und den USA verboten wurde. Die meisten Amerikaner hatten von dieser Methode noch nie gehört, obwohl es sie schon seit 30 Jahren gibt und geschätzten 8 bis 10 Millionen Delfinen das Leben gekostet hatte. Und das nur, um den amerikanischen Verbrauchern billigen Thunfisch zu liefern. Die einzige Chance zu dokumentieren, was mit den Delfinen geschah, war, undercover an Bord zu gehen. Ich war ein guter Koch und deswegen liebten sie mich.
Das erste Mal holte ich meine Kamera raus, als hunderte Delfine im Netz gefangen waren. Sie kämpften verzweifelt, um hochzukommen und nach Luft zu schnappen. Dann musste ich helfen, Delfine aus dem Netz zu ziehen, die oben von der Winde zerquetscht worden waren. Wir haben an diesem Tag Hunderte umgebracht. Und jetzt haben diese Leute das MSC-Siegel und können die Tür zum internationalen Markt wieder aufstoßen. Für Thunfisch, bei dessen Fang tausende Delfine starben. Jahr für Jahr. Die einzige Tierart auf dem Planeten, die menschliches Leben wertschätzt. Ein Delfin-Massensterben mit Ökosiegel. Kann das sein? Auf der internationalen Thunfischkonferenz in Vigo treffen wir Antonio Suarez aus Mexiko. Dort nennt man ihn den König der Thunfische. Sam Labudis Film ist für ihn Geschichte. Es gab den Film über das Delfinsterben. Ach, die haben sich damals einen Schrottdampfer aus Panama besorgt und dann die Delfine selbst ins Netz gehängt. Immerhin hat der Film bewirkt, dass der mexikanische Thunfisch in Europa und den USA vom Handel boykottiert wird. Bis heute. Die Verleihung des MSC-Siegels ist für Suarez der erste Schritt, um seinen Thunfisch wieder salonfähig zu machen. Es gab Proteste dagegen, zu Recht. Aber inzwischen haben wir unsere Methoden verbessert. Jetzt sind Taucher an Bord, um die Delfine zu befreien. Einer meiner Taucher ist dabei ums Leben gekommen. Bei dem Versuch, einen einzigen Delfin zu retten. Einen einzigen Delfin. So sind wir, dafür kämpfen wir. Ich werde nicht als größter Delfinkiller in die Geschichte eingehen. Wir kümmern uns sehr um die gefangenen Delfine. Das ist bewiesen, auch durch den MSC, der niemanden leichtfertig zertifiziert. 3 Jahre lang haben die geprüft. Werden denn alle Delfine gerettet? Ja, alle. Fast alle. Jetzt sagt man, wir stressen sie. Gut, ich glaube, die Haie stressen sie auch. Und die Wale. Geht es den Delfinen heute wirklich besser als vor 30 Jahren, als Sam Labudi an Bord war? Ein aktuelles Video eines mexikanischen Tauchers. Tatsächlich werden Delfine aus dem Netz befreit. Das klappt nicht immer. Sie sind schwer. Einige verheddern sich und ertrinken. Andere sind verletzt und sterben nach ihrer Befreiung. Dabei ist laut MSC-Standard das Töten von Säugetieren als Fangmethode verboten. Im Prinzip. Die mexikanische Thunfischindustrie ist von uns vor kurzem zertifiziert worden. Bedauerlicherweise werden bei dieser Fischerei einige Delfine getötet. Niemand möchte Delfine sterben sehen. Auf ihrer Reise zur MSC-Zertifizierung haben die Mexikaner unglaublich hart an der Verbesserung der Fangmethode gearbeitet. Netze mit Notausgängen für Delfine und Taucher, um die wenigen Delfine zu befreien, die in die Netze geraten. So ist die Zahl der Todesfälle bei Delfinen um 99,5% gesunken. Ist also doch alles gut? Laut MSC sterben nicht mehr tausende Delfine auf den mexikanischen Schiffen, sondern nur noch 482 pro Jahr. Sam Labudi ist überzeugt, diese Zahl ist falsch. In Wahrheit würden immer noch Tausende sterben. Was stimmt? Wir reisen nach Mexiko. Labudi hat lange gezögert, ob er mitkommen soll. Schließlich hat die mexikanische Thunfischindustrie durch seinen Film Millionen verloren. Und ihre wichtigsten Märkte. Mazatlán, die Stadt im Bundesstaat Sinaloa, ist Zentrum der Thunfischindustrie.
Der MSC hat 36 Fangschiffe zertifiziert, die Massen an Thunfisch auf den Markt werfen. Wir fahren in den Thunfischhafen. Gerade wird ein Schiff entladen. Wir wollen versuchen, Kontakt mit der Crew aufzunehmen. Oder mit den Observern. Das sind wissenschaftliche Beobachter, die an Bord mitfahren, um die Fänge zu kontrollieren. Im Auftrag der Behörden. Bevor wir Kontakt aufnehmen können, taucht der Sicherheitsdienst auf. Der Mann versucht uns zu stoppen, will unsere Namen erfahren. Wir sind anscheinend unerwünscht. Der nächste Versuch. Wir machen uns auf den Weg zur FEDEMAR, der Treuhandgesellschaft Meer, die für die Einsätze der Observer zuständig ist und deren Daten auswertet. Auf diese Daten beruft sich auch der MSC. Das Büro soll in diesem Stadtteil sein. Doch auch mit Hilfe eines ortskundigen Taxifahrers gelangen wir nicht gleich zum Ziel. Die Adresse auf der Webseite stimmt nicht. Am Ende finden wir das Domizil. Wer steckt hinter der FEDEMAR? Ist sie unabhängig von der Industrie? Und können wir einen der Observer sprechen? Wir dürfen keine Auskünfte geben, denn von unserer Arbeit hängt einiges ab. Vor allem Exportgeschäfte. Ich dachte, FEDEMAR sei eine staatliche Behörde. Wir sind eine Mischung aus Privatindustrie und Bundesregierung. Auch bei der Finanzierung? Ja, wir kriegen von beiden Geld und sind irgendwie dazwischen. Nicht hier und nicht da. Auf jeden Fall dürfen wir keine Auskunft geben. Wir finden eine neue Spur in den Unterlagen der MSC-Prüfung. Einige der Observer wurden befragt, anonym. Das Ergebnis lässt aufhorchen. Einer der Observer schreibt, ich kann nur etwas über tote Delfine sagen, die ich selbst sehen kann. Aber nicht über die Todesfälle unter Wasser. Dort befreien Taucher die Delfine, aber einige sind schon tot oder in einem unbestimmten Zustand. Die Taucher sind sehr diskret, wenn sie befragt werden. Die Observer wurden befragt, ob sie eingeschüchtert werden. Einer gab zu Protokoll, ja, ich habe meine Bonuszahlungen verloren, weil mein Bericht unvollständig war. Und ich durfte nicht mehr auf die Brücke, weil ich mich geweigert hatte, meinen Bericht umzuschreiben. Ein anderer schreibt, das Fischunternehmen teilte schriftlich mit, ich sei an Bord eine unerwünschte Person. Die Prüfer, die das Unternehmen auf MSC-Standards checken, gehen den Verdachtsfällen nicht nach und fahren auch nicht bei Fangreisen mit, um selbst herauszufinden, was an Bord geschieht. Sterben vielleicht doch sehr viel mehr Delfine? Wir bekommen Kontakt zu einem der Observer. Er hat Angst, denn er musste eine Geheimhaltungsklausel unterschreiben. Er will sich überlegen, ob er mit uns redet. Erst einmal fährt er wieder aufs Meer. Für 2 Monate. Vigo in Spanien, Europas größter Fischereihafen. Schauplatz eines der umstrittensten Zertifizierungsverfahren des MSC. Ein Verfahren, das nicht abgeschlossen wurde. Ein Schiff kehrt von einer Fangreise aus dem Nordatlantik zurück. Was da aus den Ladeluken kommt, sieht nach Hai aus. Der Eigentümer will nicht, dass wir das Löschen der Fracht drehen und schickt die Hafenpolizei vor. Die stoppt die Filmarbeiten, obwohl wir eine Genehmigung der Hafenverwaltung vorzeigen. Nur im Innern der Auktionshalle dürfen wir weiterdrehen. Der Verband der galizischen Langleinenfischer Orpagu fängt mit seinen 39 Fangschiffen pro Jahr etwa 1 Million Haie. Dabei bringt das Fleisch wenig ein. Etwa 1 Euro pro Kilo. Gutes Geld bringen nur die Flossen, 10 bis 12 Euro das Kilo. Für Haifischflossensuppe, die bei reichen Chinesen beliebt ist.
2014 hat dieser Verband nach erfolgreicher Vorprüfung durch den MSC das Siegel beantragt. Wozu eigentlich? Die Umweltschützer haben in der Gesellschaft großen Einfluss und behaupten, wir würden die Haie ausrotten. Aber das stimmt nicht. Trotzdem werden wir von den Ultra-Ökos angegriffen. Mithilfe des MSC wollen wir den Verbraucher für uns gewinnen. Der vertraut dem MSC. Es gibt auch andere Siegel, aber die sind nicht so gut. Und beim MSC müssen wir, was unsere Arbeit betrifft, so gut wie nichts ändern. Obwohl der Hai mit 75% am Fang das Hauptgeschäft der Fischer ist, hat das Unternehmen seinen MSC-Antrag für Schwertfisch gestellt, der nur in geringen Mengen angelandet wird. Der Hauptfang Hai wurde im Prüfverfahren nur noch als wirtschaftlich genutzter Beifang geführt. Warum eigentlich? Der Vorteil für das Unternehmen? Für solchen Beifang gelten beim MSC nicht so strenge Auflagen. Vor allem beim Bestandsschutz. Naturschutzorganisationen aber befürchten, dass Haie im Atlantik bedroht sind. Friederike Krämer-Obrock von der Haischutzorganisation Shark Project kommt regelmäßig in die Haihalle, um Gewicht und Größe der Tiere zu kontrollieren. Sie werden immer kleiner. Ein klares Indiz für Überfischung. Man sieht, dass hier auch sehr viele nicht geschlechtsreife Makrohaie rumliegen. Und das ist ein Ausverkauf des Nordatlantiks, aber nichts warum anderes. Warum machen Fischer sowas? Um Geld zu verdienen? Flossen. Die Flossen sind das Gold des Meeres. Wer ist für solche Prüfverfahren verantwortlich? Sie werden nicht vom MSC selbst, sondern von freien Prüfgesellschaften durchgeführt. In diesem Fall vom Büro Veritas. Das Fischereiunternehmen kann sich diese Prüfer selbst aus einer Liste des MSC aussuchen. Und es bezahlt sie auch selbst. Wie unabhängig sind die Prüfer dann vom Unternehmen? In ihrem Bericht erkennen sie zunächst an, eine Überfischung kann nicht ausgeschlossen werden. Trotzdem heißt es ein paar Seiten weiter, es ist nicht wahrscheinlich, dass die Bestände überfischt sind. Die Schlussfolgerung der Prüfer? Die Fischerei sollte nach MSC-Standard zertifiziert werden. Überfischung ist wohl nicht das einzige Problem bei dieser Zertifizierung. Ein Kapitän erzählt uns, das Geschäft laufe schlecht, es gebe immer weniger Haie. Um über die Runden zu kommen, müsse man auch mal gegen das Gesetz verstoßen. Was heißt das? Wir wollen es genauer wissen. Haie sind für das ökologische Gleichgewicht im Ozean unabdingbar. Gefangen werden sie mit der Langleine. Die sieht so ähnlich aus wie diese für Kabeljau. Bei Haifängern ist sie länger. 100 Kilometer. Bestückt mit über 1000 Haken. Ein Blauhai wird an Bord gehievt. Bilder von einem Besatzungsmitglied der Nuevo Sedes, einem der Schiffe im MSC-Verfahren. Gefunden bei YouTube. So etwas ist auf europäischen Schiffen verboten. Die Flossen werden an Bord abgeschnitten. Das nennt sich Finning. Datum der Aufnahme unbekannt. Solange Platz in den Laderäumen ist, werden die Haikörper mitgenommen. Wenn nicht, gehen sie über Bord, um Platz zu machen für die wertvollen Flossen. Wird das auch heute noch so gemacht? Wir machen die Probe aufs Exempel und verfolgen die Reise der Playa de Riel, auch eines der auf MSC-Standard geprüften Schiffe. Es läuft regelmäßig Montevideo in Uruguay an, ein beliebter Umschlagplatz für Haiflossen. Eine Drehgenehmigung für den Hafen bekommen wir nicht. Heimliche Aufnahmen vom Juni 2017. Die Ladung besteht aus tiefgefrorenen Haien. Klar zu sehen, die Körper haben keine Flossen mehr. Wir wiederholen die Kontrolle bei der nächsten Reise des Schiffes. Das gleiche Ergebnis.
Was ist in diesen weißen Säcken, die tonnenweise abgeladen werden? Der Seemann mit Erfahrung im Hai-Business verrät es uns. In den Säcken sind die Flossen. Das ist illegal. Sie müssen am Körper sein, aber so geht das nicht. Können Sie denn hier wirklich die Flossen erkennen? Ja, einige gucken hier sogar aus dem Sack raus. Definitiv, das sind Flossen. Ich habe das auch schon gemacht, das war in Namibia. Wir hatten 80 Tonnen Hai an Bord. Dazu passen höchstens 8 Tonnen Flossen. Ich hatte aber 10 Tonnen an Bord. Also habe ich 2 Tonnen Flossen versteckt. Wo versteckt? Im Schiff? Im Schiff. Als die Inspektion weg war, habe ich sie entladen. In den gleichen Container wie die Körper. Hätte ich das hier in Spanien gemacht, wäre das Schiff für 4 bis 5 Jahre stillgelegt worden. Wie kann es sein, dass solch eine Fischerei von den Prüfern als MSC-tauglich eingestuft wird? Das Büro Veritas verweigert uns ein Interview. Vancouver in Kanada. Wir hoffen, von Dr. Daniel Pauly eine Antwort zu bekommen. Er ist Direktor des Institute for the Oceans. 1997, als der MSC gegründet wurde, spielte er eine wichtige Rolle beim Dialog zwischen Naturschützern und Industrie. Damals war er begeistert. Heute distanziert er sich vom MSC. All these people on the whole. All diese Leute im MSC-System, das Prüfbüro und die Experten, die für die Zertifizierer arbeiten, sie alle wissen, dass nur eine Zertifizierung Geld in den MSC spült. Das ist ein Anreiz, zu einem positiven Prüfergebnis zu kommen. Denn wenn man die Zertifizierung ablehnt, kann es gut sein, dass man nie wieder einen Auftrag bekommt. Aber der MSC sagt, wir zertifizieren doch nur den Schwertfisch. Ja, wer in böser Absicht handelt, kann alles tun. Lügen, alles Mögliche erfinden. Und dann ist man schnell im Reich der Fake News. Der Punkt ist, dass sie ihre Seele verloren haben. Und die Seele des MSC war, auf eine faire Art zwischen der Business- und der Naturschutzwelt zu vermitteln. Aber die MSC-Leute sind auf die dunkle Seite gewechselt. Ganz und gar. Ein schwerer Vorwurf. Der MSC, ein Interessenvertreter der Industrie? Die Organisation weist das zurück. Die Balance zwischen Industrie und Naturschutz sei beim MSC gewährleistet. Was den Fall der Haifänger aus Vigo anbelangt, verweist der MSC auf die Verantwortung des Prüfbüros und darauf, dass es Einwände von NGOs und MSC während des Zertifizierungsverfahrens gegeben habe. Die Fischerei hat den Antrag auf das MSC-Siegel freiwillig zurückgezogen und teilt uns mit, die Zertifizierung werde nun zu einem späteren Zeitpunkt angestrebt. Galizien ist das Reich der traditionellen Küstenfischer. José Luis Rodríguez fängt Tintenfisch und ist Präsident der Vereinigung Galizischer Kleinfischer. Er lebt vom Meer und versucht, seine Ressourcen zu erhalten. Er fischt mit selbstgebauten Reusen, gefährdet die Bestände nicht und hat so gut wie keinen Beifang. So stellt man sich einen nachhaltigen Betrieb mit Ökosiegel vor. Aber im Gegensatz zu den Haifischern will Luis Rodríguez das MSC-Siegel gar nicht haben. Der MSC hat uns eingeladen und wir haben uns getroffen. Sie wollten einige Arten hier zertifizieren. Aber wir haben den Kontakt abgebrochen, weil sie auch mit den Eignern von Fabrikschiffen verhandelten, über die gleichen Fischbestände. Las capturas
Wenn es dem MSC nur darum geht, den Bestand einer Art zu zertifizieren, aber nicht die Fangmethode, dann wollen wir kein MSC. Ehrlich gesagt, für mich ist der MSC ein Betrug, der den industriellen Fangflotten hilft. Die Verbraucher haben keine Ahnung davon. Sie gehen in den Supermarkt, sehen das MSC-Logo und glauben, es garantiert die Nachhaltigkeit des Produktes. Dabei wissen sie nicht, wie der Fisch gefangen wurde. Mit Grundschleppnetzen, Fabrikschiffen oder auf handwerkliche und nachhaltige Art. Dieses Schiff hier löscht einige tausend Tonnen. Egal wo auf dem Planeten die fischen, die Art, die sie fangen, wird bald am Ende sein. Das Entladen der Thunfische aus dem Indischen Ozean dauert fast eine Woche. Der MSC ist dabei, Thunfisch weltweit zu zertifizieren. Auch solche industriellen Fischereien. Dagegen formiert sich Widerstand. Zum Beispiel auf den Azoren. Ein Mann, ein Haken, ein Fisch. So arbeiten die Angelfischer seit vielen Generationen. Sie können sich anstrengen, wie sie wollen. Mehr als 20% eines Thunfischschwarms können sie nicht wegfischen. Der kann sich danach regenerieren. Fabrikschiffe vernichten dagegen nahezu den ganzen Schwarm. Horta auf der Azoreninsel Faial. Die Fischer sind heute Gastgeber des ersten Weltkongresses der Angelrutenfischer, der Pole and Line Fischer. Sie kommen aus Asien, Afrika und Spanien und wollen sich gemeinsam gegen die Plünderung der Meere wehren. Die meisten hier haben ihr Vertrauen in den MSC verloren. Der MSC sagt, er unterstütze die nachhaltige handwerkliche Fischerei. Ganz ehrlich, der MSC ist reine Augenwischerei. Dazu da, das Image von Unternehmen aufzupolieren, die absolut nicht nachhaltig arbeiten. Wir Angelfischer, ein Mann, ein Haken. Etwas Nachhaltigeres gibt es nicht. Wir werden liquidiert, uns wird es bald nicht mehr geben. Und einige wenige teilen das Meer dann unter sich auf. Trotz der Enttäuschung über das MSC-Siegel, auch einige dieser Angelfischer wollen es haben. Sonst werden sie ihre Ware in Europa nicht mehr los. Die Fischer der Malediven haben das Siegel bereits. Ja, MSC Certified, aber Fische. Wir haben das Siegel bekommen. Aber wir haben Streit mit dem MSC. Wenn unsere Angelfischerei, die sauber und grün ist wie keine andere, das Siegel bekommt, genauso wie Fischereien, die Schleppnetze einsetzen oder Ringwadennetze, die die Jungtiere mitfangen, oder Fischereien, die Delfine zur Jagd benutzen, dann sollte der Verbraucher das wissen und sich überlegen, wie ökologisch das Siegel wirklich ist. Wieder in Mexiko. Wir haben einen Anruf erhalten. Der Observer ist zurück von einer langen Fangreise. Wird er mit uns reden? Wie viele Delfine sterben im Pazifik beim Thunfischfang mit MSC-Siegel wirklich? Mitten in der Saison liegen hier 200 Fischtrawler. Rausfahren lohnt kaum. Das Meer ist leer gefischt. Alejandro Villalobos, den Mann kennt hier jeder. Er war Direktor der Fischereibehörde des Bundesstaates Sinaloa. Jetzt ist er im Ruhestand und berät die Kleinfischer. Bald werden hier Tausende ohne Arbeit sein. Und es wird viele Tote geben und Raubüberfälle. Denn wovon sollen die Leute leben? Alejandro Villalobos will uns helfen. Er hat Kontakt mit dem Observer. Der hat Angst. Wer auspacke, laufe Gefahr, über Bord geworfen zu werden, sagt er.
Es geht nur darum, mit dir zu reden. Wir könnten mit denen frühstücken. Keine Kameraaufnahmen. Deinen Namen erfährt niemand. Ich verstehe dich gut. Wir nutzen die Zeit, um nach Manzanillo zu fahren. 500 Kilometer in Richtung Süden zu Antonio Suarez, dem König des Thunfisches, den wir auf der Konferenz in Vigo kennengelernt haben. Wir dürfen im Hafen seiner Thunfischfabrik drehen. Gerade ist die Gijón eingelaufen, ein Fangschiff mit MSC-Siegel. Hier werden wertvolle Gelbflossen-Thunfische entladen. Wir möchten an Bord gehen und mit der Mannschaft sprechen. Oder mit dem Observer, der auf der Reise dabei war, um die toten Delfine zu zählen. Die Pressesprecherin des Unternehmens teilt uns mit, das geht auf gar keinen Fall. Am Ende dürfen wir mit dem Kapitän reden. Niemand schützt die Delfine mehr als wir. Den Thunfisch, den ihr draußen gesehen habt, verdanken wir ihnen. Wie sollten wir sie nicht lieben? Damit ist alles gesagt. Wie viele Delfine sterben denn im Durchschnitt pro Netz? Sie weichen von der Frage ab, die Sie mir eingereicht haben. Das ist eine Frage an Wissenschaftler. Nein, er soll doch nur erzählen, was er sieht. Okay, andere Frage. Selbst wenn es nur wenige sind, woran sterben die Delfine denn? Wilfried, du kannst nicht mit dem Kapitän darüber sprechen. Das ist respektlos. Diese Frage hättest du einreichen müssen. Sie steht doch auf der Liste. Ich frage ihn doch nur, was er sieht. Warum Delfine sterben? Eine ganz einfache Frage. Wissenschaftler sind nicht an Bord, mit Ausnahme der Observer, und die dürfen nicht mit uns reden. Also frage ich den Kapitän. Okay, eine Frage noch, das war's dann. Das war respektlos. Wenn Delfine sich im Netz verletzen, was geschieht dann mit denen? Das kann ich nicht sehen. Aber meine Leute, die im Netz sind, tun alles, was möglich ist, um die Delfine zu retten. Das steht alles nicht auf der Liste der zugelassenen Fragen. Mehr sage ich nicht. Nur noch mal, wir tun alles Mögliche, damit den Delfinen nichts geschieht. Abgang der Pressesprecherin. Wir sind ratlos. Das wahre Ausmaß des Delfinsterbens wird offenbar wie ein mexikanisches Staatsgeheimnis behandelt. Dann geht alles ganz schnell. Der Observer ist jetzt zu einem Gespräch bereit, weil er Alejandro vertraut, dem ehemaligen Fischereidirektor. Und weil wir ihm umfassenden Informantenschutz zugesichert haben. Wir können das Gespräch also nicht mit der Kamera aufzeichnen. Alejandro Villalobos bezeugt es. Er hat sich geöffnet, weil er mir vertraut. Trotzdem war er sehr angespannt, hat sich ständig umgesehen, als ob... Dann sagte er, die Sache funktioniert so. Jedes Mal, wenn viele Delfine getötet werden, verschweigen wir das. Wir bekommen dafür eine Gratifikation. Sie wird immer am Ende jeder Fangreise ausgezahlt. Eine bestimmte Summe. Wie viel? Er sagte, davon kann ich gut leben. Bis zu $10.000 pro Fangreise.
Dann fragte ich ihn, wie viele Delfine sterben bei einer Fangreise. Er sagte, ich kann nur von den Schiffen sprechen, auf denen ich war. Es sind mehr als 100 pro Fangreise, auf jedem Schiff. Ja, Delfine. 100 pro Fangreise. Das wären bei 36 Schiffen mit mehreren Fangreisen pro Jahr tausende tote Delfine. Die Angabe des MSC, nur 482 kämen pro Jahr ums Leben, ist nach allem, was wir erfahren haben, wenig realistisch. Der MSC aber vertraut dieser Zahl, sagt uns, dass das mexikanische Observer-Programm hohes Ansehen genieße. Und was ist mit Bestechung, wie bei unserem Zeugen? Observer haben berichtet, dass sie entweder eingeschüchtert oder bestochen werden. Deswegen denke ich, ihre Zahlen sind nicht glaubwürdig. Und die Zahl der getöteten Delfine ist sehr viel höher. In einigen Fällen sind Bestechungsversuche gemeldet worden. Der Zertifizierer muss das bei der Bewertung der Fischerei berücksichtigen. Wenn er Zweifel hat, könnte er auch eine sofortige Untersuchung durchführen. Aber soweit wir wissen, gibt es keine Beweise dafür, dass Bestechungsgelder auch tatsächlich angenommen worden sind. Und der MSC bleibt dabei. Mit der Industrie zusammenzuarbeiten sei der beste Weg, zu einer starken und nachhaltigeren Fischerei zu kommen. Der MSC lädt die Fischereien ein, sich zertifizieren zu lassen und verlässt sich dann auf die Entscheidung der unabhängigen Prüfer, ob sie nachhaltig sind oder nicht. Wir selbst haben keine vorgefasste Meinung, was nachhaltig ist und was nicht. Aber 1200 nachweisbare Verbesserungen in Fischereien rund um die Welt belegen, dass die Zertifizierung zu realen und anhaltenden Veränderungen in der Welt der Fischerei führen kann. Wir müssen offen sein für alle, außer für diejenigen, die Sprengstoffe und Gifte einsetzen. Schwer vorstellbar, dass diese Fangmethoden nachhaltig sein könnten. Unser Eindruck am Ende der Reise durch die Welt des MSC? Die Standards des Ökosiegels werden in der Praxis recht beliebig ausgelegt. Der MSC zertifiziert sowohl gut geführte Fischereien, als auch unserer Recherche nach solche, die die Meere plündern und ihrem Ökosystem schaden. 500 Millionen Dosen Thunfisch, für den Delfine gestorben sind, laufen in dieser Fabrik pro Jahr vom Band. Eine Besiegelung, die dem MSC am Ende hohe Lizenzgebühren bescheren wird. Und den Kunden dazu verführt, mit gutem Gewissen ein Produkt zu kaufen, das nach Auffassung von Kritikern eigentlich kein Ökosiegel verdient. Dr. Pauli zieht eine eigene, bittere Bilanz. Der MSC sollte die Interessen von zwei Gruppen vertreten, Industrie und Naturschutz. Deshalb wurde er gegründet. Aber er tut das nicht. Er ist von der Industrie gekapert worden. Das hat keiner vorausgesehen. Doch nur so kann man das Verhalten der MSC-Leute erklären. Sonst müsste man sagen, sie sind dumm oder böse. Ich glaube, das sind sie nicht. Sie sind gekapert worden.